Hallo und herzlich willkommen zur Webweinschule, heute mit dem Thema Côte d'Iron. Moin auch von mir. Man könnte auch sagen Gebiet oder so dazwischen. Ja, warum machen wir eine Folge zum Thema Côte d'Iron? Die Frage kann man prima als Aufhänger benutzen, um das zu erklären. Alles begann mit Folge 10, wie lese ich ein Weinetikett, Teil 2. Das ist schon ganz schön lange her. Da ging es um das romanische Herkunftssystem. Stichwort, je enger die Herkunft, desto besser der Wein. Wir haben das damals anhand der Toskana erklärt. Das hätten wir aber auch ganz prima mit der Côte d'Iron erklären können. Also frischen wir das mal auf. Die Rhone als Ganzes ist eher eine Anbauregion. Man unterscheidet die Anbaugebiete Nordrhone und Südrhone. Und die Trennung liegt ungefähr so bei der Stadt Montélimar. Und der Norden ist erheblich kühler als der Süden, der sehr mediterran geprägt ist. Im Norden haben wir noch kühlende Winde aus dem Zentralmassiv. Außerdem sind die Böden eher vulkanischen Ursprungs und das Tal ist enger. Im Süden haben wir ganz andere Böden, keinen vulkanischen Ursprung, sondern eher Kalk, Lehm und Sand. Das Klima ist allerdings nicht sehr einheitlich. Reben stehen von Vienne bis Avignon auf 200 Kilometern von Nord nach Süd. Da gibt es eine große Temperaturentwicklung, was man gerade bei den Rebsorten erkennen kann, besonders bei den roten. Denn wir fangen mit 100% Syrah im Norden an. Und je weiter nach Süden wir kommen und je wärmer es wird, desto mehr übernehmen die klassischen Mittelmeer-Rebsorten Grenache, Mourvèdre und Carignan. Das jeweilige Mikroklima spielt an der Rhone eine große Rolle. Aber mal weiter mit der Einteilung. Die Gesamtrhone ist eines der wichtigsten Anbauzentren Europas. 68.000 Hektar, 3 Millionen Hektoliter, sehr hohe Qualität. Und die teilen sich auf die teuren und berühmten Ortsappellationen, wie zum Beispiel Côte Rôtie oder Hermitage, oder auf die überregionale Appellation Côte d'Iron. In allermeisten Fällen kann der Winzer sich also, wenn er in seinem Weinberg steht, überlegen, ich mache jetzt einen teuren und häufig auch berühmten Wein aus einer Ortsappellation, der gehorcht dann sehr strengen Regeln mit sehr niedrigen Erträgen, oder ich nehme etwas weniger strenge Regeln und etwas höhere Erträge und nehme dann die Gebietsappellation. Das ist in diesem Fall meistens dann Côte d'Iron. Wenn der Weinberg außerhalb der berühmten Orts-AOCs liegt, bleibt meist eh nur Côte d'Iron. In der Praxis greifen die Winzer der Nordrhone eher selten auf die überregionale Appellation zurück. In der Nordrhone gibt es eher wenig Côte d'Iron. Da liegen auch insgesamt keine 10% der Gesamtfläche. Die meisten Reben stehen im Süden. Und da haben wir auch deutlich weniger berühmte Ortsappellationen, eigentlich nur Châteauneuf-du-Pape, Gigondas und Vaquera. Und hier entsteht aber auch viel mehr Wein, als man unter diesen drei Namen zu den Preisen vermarkten könnte. Und so ist die Südrhone Heimat vieler Weine mit besonderem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und alle zusammengefasst unter dem Namen Côte d'Iron. Über 5 Millionen Liter Rhonewein sind im letzten Jahr nach Deutschland verkauft worden und die absolute Mehrheit davon unter dem Namen Côte d'Iron. Und deswegen machen wir ein Video über Côte d'Iron. Wir haben von Weinen gesprochen, Mehrzahl. Das hat zwei Gründe. Erstens gibt es Côte d'Iron in Weiß, Rot und Rosé. Und zum anderen gibt es drei Qualitätsstufen, nämlich Côte d'Iron und den Zusatz Village sowie den Zusatz Village plus Ortsnamen. Das ist so ein bisschen wie der Zusatz Superiore bei einigen italienischen Weinen, nur dass es hier eine geografische Komponente hat, denn Village heißt ja auf Französisch Dorf, Ort oder Gemeinde. Die Basis ist oft schon sehr gut. Steht neben Côte d'Iron noch Village, sind die Weine meist noch etwas besser, weil die Erträge niedriger sein müssen und weil die Weinberge, seine Herkunftsgemeinde, sich in der Vergangenheit als besonders gut erwiesen haben. Steht neben dem Village auch noch der Name des Ortes, wie zum Beispiel hier Ségouré, dann sind die Weinberge noch etwas besser und berühmter. Und häufig ist das auch eine Vorstufe, oder häufig nicht, aber manchmal ist es auch eine Vorstufe in der Beförderungsleiter. Die berühmten Gemeinden, schon genannten Vaquera und Gigondas, waren auch mal einfache Côte d'Iron-Gemeinden, wurden dann abgegradet, durften den Namen daneben schreiben und wurden dann zu eigenen Ortsappellationen, heute mit Weltruhm befördert. Heute dürfen etwa 100 Gemeinden den Zusatz Village verwenden, aber nur rund 20 auch den Gemeindenamen dazu schreiben. Aber jetzt mal weg vom Etikett hin zum Inhalt, dem Wein. Côte d'Iron ist quasi immer eine Cuvée. Und Besonderheit, in rote Cuvées dürfen auch ein bisschen Weißwein rein.
Rosé entsteht im klassischen Saftabzugsverfahren, was wir in der Folge über Rosé schon beschrieben haben. Aber auch hier dürfen bis zu 20% Weißweine dazugegeben werden. 10% der Côtes du Rhône sind Rosé, nur 1% der Village. Und bei den Rebsorten dominieren Cinsault und Grenache. Syrah kommt allerdings auch recht oft in die Cuvée. Generell herrscht an der Rhône eine große Rebsortenvielfalt. 23 Rebsorten sind zugelassen, wobei einige nur eine kleine Rolle spielen. Bei den Weißen spielt die Musik klar bei Grenache Blanc, Viognier, Marsan, Roussan und Clairette. Und Rebsorten wie Uni Blanc oder Picpoul oder Bourboulang spielen nur eine untergeordnete Rolle und werden auch weniger. Bei den Roten haben wir drei Hauptdarsteller, die in der Weinwelt gerne zusammen und dann mit einer Abkürzung genannt werden, GSM. Das steht für Grenache, Syrah und Mourvèdre, drei Rebsorten, die sich ganz wunderbar ergänzen und die Basis für die Cuvée Côtes du Rhône ergeben. Dafür gibt es auch gesetzliche Mindestwerte. Die variieren ein bisschen abhängig davon, wo sich die Weinberge befinden, ob nördlich oder südlich von Montélimar oder auch ob es Côtes du Rhône oder Village ist. Aber Pi mal Daumen kann man sagen 50% Grenache und die anderen müssen meistens bis 30% mindestens dabei sein. Die Hauptunterstützungsrebsorten sind Carignan und Cinsault. Die Cuvée ist an der Rhône zur Kunstform erhoben worden. Rund die Hälfte der Rebsorten sind im Laufe der Jahrhunderte aus den Nachbarländern importiert worden. Ein Schmelztiegel der Weinkultur. Uni Blanc zum Beispiel ist viel bekannter unter dem Namen Trebbiano und stammt aus Italien. Und Grenache, Mourvèdre und Carignan heißen eigentlich Garnacha, Monastrell und Carinena und sind von Pilgern auf dem Rückweg von Santiago de Compostela aus Spanien mitgebracht worden. Felix, und bevor wir zur Frage kommen, was sollte man getrunken haben? Wir haben nicht mal was im Glas. Sollten wir das mal ändern? Das müssen wir mal ändern. So, jetzt, wo wir was im Glas haben, kommen wir zur Frage, was muss man mal getrunken haben? Alle drei Farben, also Weiß, Rot und Rosé. Für diese Folge haben wir mal den Vorkoster gemacht. 25 Weine haben wir verkostet, gemeinsam mit dem Team vom Planeten und die besten rausgesucht für euch. Dabei hat sich für mich eigentlich nochmal wieder deutlich gezeigt, es gibt wirklich wenig schwachen Côtes du Rhône. Aber vieles, was einfach ein tolles Preis-Genuss-Verhältnis bietet. Gehen wir es mal durch. Zwei Weiße haben uns besonders beeindruckt, beide Bio und der Notre Dame de Cosignac da. Das ist ein Wein, der viel Frische kombiniert mit so einer klassischen Kräuternote, die man bei südfranzösischen Weißweinen gerne mal findet. Daneben der Coste Chaude, ein Village aus Visan. Der kostet knapp zweistellig, bietet aber sehr viel Wein fürs Geld. Wenn man ihn findet, denn die Weißen sind in Deutschland schwer zu finden. Gilt teilweise auch für Rosé. Das ist aber nicht der Grund, warum wir uns beim Rosé für den Chapoutier entschieden haben, ein Wein, den man in Deutschland gut findet. Der hat uns einfach in der Verkostung überzeugt. Ja, ein schöner Rosé mit tollen roten Früchten, südfranzösischen Kräutern. Ein Wein, der mich seit langem hier im Planet Wein auch schon begleitet und mich sehr begeistert. Aber der daneben, den kannte ich nicht. Wieder ein Bio-Wein, Château de Montfrin à la Reverie. Ein Wein, der zu 60% aus der seltenen Rebsorte Grenache Gris besteht und uns in der Verkostung sehr beeindruckt hat. Und jetzt die Hauptsache, die roten Côtes du Rhône. Wir starten mit Domaine de Romarens. Der hat bewiesen, dass auch Weine um die 10, 12 Euro sehr von Belüftung profitieren. Der hat einen Tag nach dem Öffnen richtig Vollgas gegeben, richtig schön mit allem, was man braucht. Dass auch die einfachen Côtes du Rhône ganz weit vorne sein können, zeigt er daneben. Domaine de Montain, der Caprice, ein Wein, der bei den meisten Händlern einstellig bepreist sein sollte. Oh, ich erinnere mich. In meiner Beschreibung stand, ist kein Nasenwein, aber am Gaumen mit allem Pipapo. Also manchem Wein wird man auch mit einfachen Beschreibungen gerecht. Hier steht dann aber wieder einer, da werden wir wieder nördlich. Typisch Syrah. Ne? Genau, wir dürfen das aber, weil wir haben ja schon mal eine Folge über den Syrah gemacht. Da weiß ja jeder, wie es geht. 70% Syrah ist in diesem Wein drin und er hat ganz viel seidiges Tannin und ist ein ganz typischer Vertreter, kratzt aber auch schon an 20 Euro. Und gleich daneben und zum Schluss fast sowas wie unser Liebling, auch Bio. Es
wird an der Rhone auch immer mehr ein Wein, den man nicht verwechseln sollte mit einem ganz berühmten Wein aus Gigondas, der Augarique, hier aus dem gleichnamigen Weingut aus Sousse-la-Rousse. Komplex, tiefgründig, passt zur großen Tafel oder vor den Kamin und kostet um 10 Euro. Knaller. Bleibt die Frage nach Kultweinen. Zum einen gibt es wenige über-drüber Côte d'Iron, wie den weißen Château Gray für 65 Euro. Andererseits sind die Grenzen der Kultweine sehr eng gesteckt, denn die meisten Spitzenerzeuger produzieren ihre Top-Erzeugnisse unter den Dorfappellationen. Das Kultige ist eher, dass ich beim Côte d'Iron sowas wie einen Gutswein für 10 Euro kriege von so gut wie allen Erzeugern, deren Spitzenerzeugnisse komplett unbezahlbar sind. Deshalb steht da unser letzter Wein. Felix, du mochtest ihn sehr, ich fand ihn nur so okay, deshalb darfst du ihn beschreiben. Genau. Château Pigot, gutes Beispiel. Madame Ferrauds Spitzen-Chateauneuf, der nur in Magnums gefüllt wird, kostet 1200 Euro pro Flasche. Und wie wirklich fast alle im Gebiet, produziert sie aber auch einen Côte d'Iron für 10 bis 15 Euro. Da steckt natürlich nicht das gleiche Traubenmaterial drin, aber doch schon sehr viel von dem Know-how, ohne dass die Spitzenweine nicht entstehen würden. Das war die Côte d'Iron. Wir danken für euer Interesse. Das dürfen wir auch nicht trinken. Cheers. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben. Ihr kennt das schon. Cheers.